Wehrbezirksoffizier und Hakenkreuzstempel. Da das ist ist er. schon maximal geil, Alter. Gebrannt. Dritte Ostern, Sonnenbrand am Nacken vom Wandern. Wir hatten alle Ostern, Tino. Hörst du mal auf, das auf dich zu beziehen hier? Ich hatte Ostern letztens. Wir hatten nicht nur Ostern, wir hatten auch Hitlers Geburtstag. Wir hatten Bastis Geburtstag, dessen Kind fliegt da als Nierenkind durch meinen Raum. Und 420 Day hatten wir. Und du hast hier ganz viele Krankenakten. Ja, und pass auf. Hallo Leute übrigens, das ist der Cold Opener, ne? Obwohl es sehr warm ist heute. Richtig, es ist richtig schönes Wetter heute am Samstag, für euch am Sonntag hoffentlich auch. Ich habe hier Dienstag, 25.04.2023, 8 Uhr morgens, meine Zeit. Krank. Eine Operation. Schön. An meinem Ellenbogen. Bin dann 2 Wochen lang einarmig. Krieg das hier komplett eingegipst. Ich darf nicht auch mal die Hand verwenden. Es ist auch noch rechts. Ich habe nur meine linke Hand. Aber das Geilste an dieser ganzen Story ist, wenn du mal hier guckst, hier sind so geschwärzte Sachen. Wenn man das so gegen das Licht hält oder hier so guckt. Da ist halt noch der ganze Shit von irgendeinem anderen Patienten eingetragen, der einfach geschwärzt wurde. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Und man kann halt durch die Schwärzung durchsehen. Das geht eigentlich gar nicht, Alter. Ich muss auch, im Praxissemester muss ich auch Akten schwärzen. Ja. Und ich bin manchmal dreimal drüber gegangen mit dem Edding, damit man es nicht mehr lesen kann. Also wir könnten die Person besuchen, wenn sie noch lebt. Man kann das gut lesen. Ja, das steht alles da. 45 geboren. Das macht mir auf jeden Fall Mut für alles, was da kommt. Denn da ist es professionell zugegangen. Ja, ne? Wo bist Drucker du denn? Welcher Praktiker? Gut, das musst du nicht sagen, aber der hier? Ja, genau. Die sind eigentlich seriös. Also. Ja, die sind auch seriös. Das ist halt ein kleiner Fauxpas. Das kann mal passieren. Also würde ich nicht wollen, dass da irgendwie jemand meine Patientenakten da bekommt. Wer will das denn? Also hat die keine Vorlage mehr davon? Oder kriegen jetzt, möglich. Kriegen ja alle jetzt irgendwie den Namen von... Von diesem Dude da. Das wäre schon witzig. Ach du Scheiße. Nee, das geht gar nicht. Ja. Aber wo wir gerade von gefundenen Dokumenten sprechen. Ich habe ja gerade so eine Hausentrümpelung, weil meine Oma ja verstorben ist vor einigen Monaten. Und da bin ich an erster Front, und das formuliere ich so ganz bewusst, dabei. Aber bevor ich dazu komme, das jetzt nur als kleiner Teaser, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Rhinoceros und Tinoceros. Okay, das sind wir. Und wir heißen euch hier willkommen. Wir fassen die Geschehnisse der letzten Woche zusammen, besonders die Geschehnisse natürlich im Internet, die das Internet in Atem gehalten hat vor allem. Und vorher... Oder auch uns. Wir sind ja auch Internet, ne? Natürlich. Wenn wir sagen, Wrestling ist das Internet oder AfD ist das Ist ja auch Internet, ein Teil davon, oder ja? Falco ist das Internet. Auch das, ja. Er hat ja auch einen TikTok-Account. Deswegen, alles ist Internet irgendwie. Wie alles ist Punk, alles ist online quasi. Alles Können ist Neuland. Alles sprechen. Oh, ich muss hier gerade kurz mal so eine Vorrichtung machen. So, jetzt ist ja alles ganz schön. Und schwarzer Humor. Wir dürfen alles sagen. Wenn es euch stört, einfach nicht hinhören. Ne? Ja. Das ist immer das Tollste, wenn Menschen das machen. Die hab Ohren ich zukleben. Schon tausendmal gesagt. Ich hasse Disclaimer. Gut. Dann, also, es sind gute und schlechte Disclaimer. Ich finde, die guten sind Triggerwarnungen, die können Sinn machen. Aber so, was ich hier sage, ist nicht ernst gemeint. Nicht böse sein. Dann mach's halt nicht. Aber hat man auch schon mal gehabt. Egal. Ja, gut. Dann, Tino, möchte ich dir an dieser Stelle ein Foto zeigen. Ja. Oh. Wo wir gerade schon über diese Disclaimer geredet haben. Wenn kein Penis drauf ist, will ich es nicht sehen. Nee, leider nicht. Aber wir haben hier Folgendes. Das hier ist mein Ur-Urgroßvater. Ich dachte, dass das der Führer wäre. Ja, erkennst du einen besonderen Bart an ihm? Das war damals Mode. Hitler war auch nicht der Erfinder des quadratischen Schnauzbarts. Ja, das war auch damals Mode, ja. Hakenkreuz, gut, das hat Hitler schon ins Leben gerufen, mehr oder weniger. Naja, wieder ein neues, das ist wie wenn Tarantino sich einen alten Schauspieler holt, der nochmal so richtigen Hype dadurch erfährt. Mhm. Das ist wie Hitler und das Hakenkreuz, ganz klar. Ja, sicher. So. Das ist aber normal, also mein Opa war auch bei der SS oder SA, weiß gar nicht genau. Da gibt es auch noch Fotos von ihm in Schwarz-Weiß, wie er ganz stolz diese Uniform da trägt. Das ist halt so, Robin. Und du hast jetzt hier ein ganzes Archiv, ja? Ich habe hier ein komplettes Archiv Scheiße. Vorliegen. Da wäre Pass ganz oben drauf. Da kannst du direkt mal für ein Foto posieren. Tino mit dem Wehrpass. Mein AfD-Mitgliedsbuch. Das ist ja großartig, Alter. Das ist ja cool. Man kann es überhaupt nicht lesen hier vor der das Handschrift. Das ist auch ordentlich versifft. Gotha, Juni 37. Krass, Alter. Hauptmann und Wehrpass.
Bezirksoffizier und Hakenkreuzstempel. Da ist er. Das ist schon maximal geil, Alter. Hakenkreuzstempel, das ist schon maximal geil. Da habe ich doch direkt wieder was fürs Intro. Es ist. Hier habe ich auch noch was. Warte, irgendwas Relevantes war hier. Ich es ist historisch spannend und geil. Ja, genau, hier hinten steht nur im Namen des Führers und des Reichskanzlers. Erhellter Fleischer, der Urnoster, das Ehrenkreuz für Frontkämpfer, weil er im Ersten Weltkrieg schon gedient hat. Schwierig, Bescheinigung. Das, also ich habe so viele lustige Sachen gefunden bei diesen alten, das sind ja wirklich alles vergilbte Zettel. Da ist unter anderem drin, dass er beantragt hat. Ich finde den übrigens nicht gut. Ich glaube schon, dass er ein bisschen überzeugter Nazi war. Der war ein Widerstand, Robin, so wie alle unsere Opas und Omas. Bestimmt, bestimmt. Hitler war auch im Widerstand gegen sich selbst. Der hat beantragt, dass er sein Fahrrad nutzen darf. Ich habe es ein bisschen auch im Stream gezeigt und ausgepackt, natürlich, ne? Keine Hakenkreuze und sowas. Aber da ist halt einfach eine Anfrage an den Bürgermeister von Stadt Ilm. Ja, darf ich mein Fahrrad benutzen? Adolf Kleine, genau. Ja, genau. Ganz komisch. Dann noch habe ich von meiner Uroma, die habe ich noch kennengelernt, also seine Tochter, habe ich einen Brief an Honecker. Ist auch ganz geil. Der kam wieder zurück, also sie hat hinten geschrieben, bitte zurückschicken, da hatte sie ein Problem mit ihrer Gaststätte gehabt. Also hat Döpfner recht gehabt mit seiner Aussage, dass die Ossis nur Nazis und Kommunisten sind, ja. Dazwischen gibt's nichts. Genau, ist genau so. Und dann gab es noch aus der DDR von dem Kollegen hier, als er dann schon älter war, der Nazi-Opa, gab es ein Schreiben, wie der Staat DDR einfach bestimmt, ja, ihr Haus ist unterbesetzt. Deswegen geben sie jetzt ein Zimmer geben sie jetzt ab als Lagerraum an die Familie Schmidt. Ah. Das ist so witzig irgendwie. Das ist Sozialismus halt, ne? Also in dem Fall halt das Nationalsozialismus, aber da wird halt bestimmt, ne? Da ist nicht irgendwie das dein Haus und du bestimmst drüber. Da kann der Führer kommen oder die Führerin kommen und sagen, hier, dein Keller ist jetzt irgendwie eine Schwulenbar. Ja. Also wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich finde es gut, wir wollen nicht die ganzen DiktatorInnen und die ganzen FührerInnen. Ja, und die AutokratInnen der Vergangenheit hier untergraben. Die wird es auch gegeben haben. Vielleicht war ja auch Cäsar insgeheim irgendwie eine Frau oder nicht binär. Ja. Wissen wir ja nicht alles. Aber ich finde gut, dass wir jetzt hier Podcast aufnehmen und vor uns auf dem Tisch ein Wehrpass liegt. Das sollte bei jedem Podcast so sein, finde ich. Dass man einfach die Geschichte vor sich liegen hat, weißt du? Dass man weiß, wohin es führt, wenn man falsche Sachen erzählt. Das ist richtig. Aber wollt ihr das vielleicht an irgendein Museum spenden oder so? Wäre es nicht voll nicht. Nice, ihr das irgendwie verbrannt wird? Ich will das erstmal in Ruhe durchgucken, weil es sind vielleicht doch noch interessante Sachen dabei. Irgendwie ein Robert Steger, was wiederum der Opa vom Nazi-Opa ist. Heißt vierfacher Uropa von mir. Robert Steger zu Blankenburg, dem bescheinigt wurde, dass er zum Fürstentum Schwanzburg-Sonderschüler gehört. Schwarzburg-Sondershausen. Auch noch einen zu, krass. Ja, Robin zu das sind das. Ja, genau. Da sind schon interessante Sachen bei, ja. Aber ich glaube wirklich, der Opa Fritz hier, der war nicht der lupenreine Demokrat. Das entsetzt mich. Aber da seine Tochter war eine ganz liebe. Das weiß man halt nicht so genau. Von meinem Opa hieß auch mal, dass da Widerstand gewesen wäre. Aber er musste auch damals vor den sogenannten Russen flüchten. Und ich weiß nicht. Also bei uns ist auch alles sehr glorifiziert. Wir wussten ja von nichts und so. Glaube ich alles nicht. Davon gehe ich mal nicht aus, dass man nichts gewusst haben soll. Spannend, also was man so alles findet, ne, in so einem alten Nazi-Haus. Ja. Ja, und wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt wieder irgendeinen schwierigen Gag mache, heißt es, aha, das ist doch hier der mit seinem Nazi-Opa. Ist so. Die haben alle Nazi-Opas, also davon gehe ich mal aus. Also alle, die irgendwie in der vierten Generation hier leben oder fünften Generation hier leben, die haben Nazi-Opa oder Oma. Apropos Döpfner. Ich habe noch. Achso, das Allerwichtigste habe ich vergessen. Tut mir leid. Warte auf deine Überleitung, weil wir haben ja 420 gefeiert. Ja, wir alle, ja, auf jeden Fall. Die Kiffer aus dem friedlichen Grund und die Nazis aus einem anderen Grund. Auch friedlich. Ja. Und das letzte große, was ich noch entdeckt habe, das habe ich jetzt hier nicht bei mir liegen, weil ich möchte das auch gar nicht. Aber weißt du, was der Opa Fritz zu seiner Hochzeit geschenkt bekommen hat? Krass. Mein Kampf. Ach so, schade. Der Bürgermeister von Arnstadt, glaube ich, damals, oder Stadt. Ich dachte, mein Hanf oder so wäre schöner gewesen. Ja, witzig. Hat dieses Buch geschickt. Und ich fand es, also das Buch war noch im Besitz meiner Oma, das liegt da halt rum. Und ich finde das so witzig, da ist halt eine Widmung vorne drin. Ja, hier, schön.
hier, das Buch vom Führer. Und dann überlege ich mir, du heiratest jetzt heute und kriegst vom Bürgermeister ein scheiß Buch von Olaf Scholz geschenkt. Das ist doch super komisch einfach. Ja, gut, es ist aber Das auch ist ja was anderes, mir alles in bewusst, aber Diktaturen ist es, ja, klar. nur um es zu verdeutlichen, wie weird ich das einfach Ich meine, in finde. Nordkorea müssen ja auch in allen irgendwie Gebäuden Bilder vom Führer hängen und so, das ist halt völlig normal. Das haben wir bei uns nicht so, deswegen, liebe Rechtspopulistinnen und Populisten, wir haben keine Diktatur hier, weil nicht überall ein Bild von Merkel oder Scholz hängen muss. Aber ich fände das schön. Überall jetzt ein Merkel-Bild. Fände ich gar nicht schlecht, also mich würde das nicht stören. Ich finde ja Merkel irgendwie auch eine spannende Figur und hat ja auch ein spannendes Aussehen. So, und ich würde es mir auch in die Wohnung hängen. Na Also gut. als Bild. Oh Gott. Ja, muss man das dazu sagen immer. Gut. Also, du wolltest gerade eine Überleitung machen. Zum Döpfner wollte ich überleiten. Haben wir es nicht letzte Woche schon angesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Harry? Harry. Harry Töpfer. Wie heißt denn der? Döpfner. Matthias Döpfner, glaube ich. Das ist ja Springer Verlagschef. Und von dem sind jetzt bekannte SMS aufgetaucht oder WhatsApp-Nachrichten, die er an seine Redaktion geschickt hat von Bild und Welt und so, wo er eben sagte, wir müssen die FDP größer machen und die Grünen vernichten und so. Und Vernichten. also in dem Sinne, Das ne? hast du jetzt gesagt. Ja, Du willst die Grünen in dem vernichten. Sinne muss irgendwie die, weiß ich nicht, wie er es gesagt hat, so die Grünen delegitimieren oder keine Ahnung, die FDP groß machen und so weiter. Er ist kein Fascho, das ist schon mal gut, ja, also er ist schon irgendwie Demokrat, das hat man schon auch gemerkt, also Demokrat. Man hat es schon gemerkt, dass er also es nicht böse meint, aber hat er versucht, seine Position als Verlagschef, Hitler hat es auch nicht böse gemeint. wahrscheinlich nicht, Übrigens, die FDP groß machen. Ja? Aus deiner Sicht machen die doch jeden Tag groß im machen die auch, ja. Das Bundestag. machen die, kacken jeden Tag auf den deutschen Bürger und die Bürgerin. Also er meint es irgendwie jetzt gar nicht so von wegen, irgendwie, wir müssen es diktieren und so, aber er wollte halt seine Position ausnutzen als Verlagschef, um halt eine Partei groß zu machen. Und das ist schon, finde ich, sehr antidemokratisch. Gerade als Wie so jetzt? riesige Zeitung, die ja wirklich Millionen Menschen erreicht, dann doch so parteilich zu sein, das finde ich halt schwierig. Das kam halt irgendwie raus und hat sich dafür entschuldigt, dass er das halt manchmal einfach macht. Und wenn er irgendwie seinen Frust Hitler rauslässt, auch. seinen Frust ra rauslässt bei WhatsApp irgendwie und halt nicht davon ausgeht, dass das irgendwie veröffentlicht wird. Da meinten wir auch von der Bild und so Redakteurinnen, dass sie die Nachrichten auch kennen, aber sie es halt einfach nicht ernst nehmen und das halt nicht umsetzen. Sie nehmen nicht ernst, was der Chef sagt. Also Er ich ist ja auch glaube vor ein allem bisschen. Verlagschef, nicht Ja, Redaktionschef. aber trotzdem. Das ist ja trotzdem dein Chef, oder nicht? Ja, wir können nicht Also. bestimmen und sagen, wie hier, Ich ihr müsst meine nur, dass das es, schreiben. selbst wenn du sagst, ich mache das jetzt nicht eins zu eins, trotzdem wirst du das ja in irgendeiner Form im Hinterkopf haben. Wahrscheinlich, dass es auch der Wunsch ist von dem Verlag, dass die FDP halt stark gemacht wird. Hat nichts geholfen, was ich ein bisschen krass finde, weil gerade die Bild ist ja so ein riesiges Medium und dann trotzdem nicht geschafft, die FDP irgendwie auf Nummer 1 zu hieven. Aber es war schon sehr bezeichnend, ne? Ich finde es halt witzig, dass gerade so liberale oder auch so konservative Mächte mal davon ausgehen, dass halt die Linken alle steuern würden und so, die Grünen wären irgendwie alle vernetzt miteinander und würden da irgendwie unlautere Methoden ausführen. Aber es kam halt raus, das Gegenteil der Fall ist, dass eben die Konservativen und die Liberalen irgendwie sich irgendwelche Sachen zuschieben wollen. Da ist das Geschrei ganz, ganz klein auf einmal. Aber ist das denn diese Woche passiert, In weil den letzten Wochen kam das so irgendwie auf und jetzt wurden ich. halt nochmal die SMS veröffentlicht und es war halt Okay. jetzt gerade großes Thema in den Na, ich habe ja Medien. auch dieses Simplicissimus-Video gesehen, was du vielleicht gesehen hast, Nee. und die sind meiner Meinung nach nicht so schnell, dass sie dieses Video jetzt schnell veröffentlichen innerhalb einer Woche. Aber trotzdem natürlich brisant, was damit untergesagt wurde. Ich habe es vielleicht vergessen, letzte Woche das anzusprechen. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber das war jedenfalls ein großes Thema und sehr bezeichnend. Ob er jetzt irgendwelche Konsequenzen erwarten kann, glaube ich nicht. Aber das ist trotzdem spannend. Ja, die Bild-Zeitung ist ein fragwürdiges Medium. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ist so, ja. Also, nicht, dass ihr müsst euer Bild-Abo sofort kündigen. Jetzt wisst ihr Ja. Bescheid, warum. Macht aus eurem Bild Plus ein Bild Minus. Am besten abonniert ihr nämlich jetzt folgende Zeitung und zwar die Aktuelle. Das ist ein Ehrenmagazin. Denn früher war, also die Aktuelle ist Ich eine. sehe doch schon wieder ein Gesicht Falco, oder was Nee, ist ist, das? nein, nicht ganz. Auch jemand, der fast tot ist, leider. Die Okay. Aktuelle ist ja so eine bunte Zeitschrift, ne? Wie Freizeitrevue. Und die sind ja dafür bekannt, sich Schlagzeilen einfach auszudenken und Sachen zu erfinden und auch Interviews zu erfinden. Und haben öfter auch Prominente irgendwie aufgelauert und die genervt und brisante Details veröffentlicht und gelogen.
Und haben sie eben Sachen ausgedacht, Interviews. Machen sie jetzt nicht mehr. Jetzt beauftragen sie nämlich KIs, um Interviews auszudenken. Mhm. So geschehen letztens mit einem Interview, vermeintlich von Michael Jackson, wollte ich sagen, Michael Schumacher, der Formel-1-Weltmeister, der ist ja bei einem Skiunfall schwer verunglückt, kann wahrscheinlich nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, keine Ahnung. Das hast du jetzt gesagt, vielleicht will der auch einfach seine Ruhe. Vielleicht hüpft der frohlockend durch den Garten. Kann auch sein. Und hat dabei so ein Windrad in der Hand. Kann auch sein. Die Industrie jedenfalls hat sich jetzt mit KI ein gefälschtes Interview ausgedacht, wogegen jetzt die Familie vorgehen will. Das finde ich ja sehr brisant. Aber das haben sie schon disclaimert am Anfang. Nein. Nein? Nein. Okay. Die waren halt bekannt dafür, auch öfters sich Interviews einfach auszudenken, die es gar nicht gab. Na, was an sich okay ist, wenn sie sagen, dass es so ist. Nee, machen sie ja nicht. Das ist ja verrückt. Sie trugen Interviews ab, exklusive Story von Megan Fox und so, gab es alles schon und die gab es nicht. Megan Fox. Die Interviews. Ist gar kein Fuchs. Ist so, das kam dann raus, obwohl dabei ist sie ja eigentlich einer. Ja. Und jetzt nutzen sie auch KI dafür. Vor ihrer Gesichts-OP. Und wenn du mal guckst, dass jetzt Texte durch KI schon abgedruckt werden, das ist nur der Anfang. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel passieren wird. Untergang des Abendlandes. Sorry. mach nur. Ich grätsche da jetzt immer rein. Dass es halt passieren wird, dass halt natürlich, was jetzt auch keine neue News ist, aber dass nicht nur Texte, sondern auch Bilder abgedruckt werden in Zukunft, die durch KI generiert werden. Und die ganz schmierigen Blätter, wie die aktuelle, fangen damit an. Hm. Ich finde, es sollte lieber den Untergang des Schwabenlandes geben. Nee, die reden so schön. Hm. Na gut, sorry, dass das jetzt hier nicht... Das ist halt nur die aktuelle, ja? Ist natürlich keine coole Sache. Besser als inaktuelle, oder? Durchaus. Schumacher ist ja eh so ein Ding. Nicht mehr. Deswegen... Nee, der ist jetzt... Macht jetzt... Da hat er genug Geld verdient durch seine Formel 1 Schuhe macht Weltmeister der nicht und so. Mehr. Nee, lange nicht mehr. Hm. Der ist wahrscheinlich eher so ein Pflegefall, sagt man ja. Hm. Ist so. Pflege mit Betonung auf Fall. Ist so. Hm. Erst schlimm. Fall, dann Pflege. Wir können gerne beim Thema KI kurz bleiben. Ich habe noch eine ganz kleine Randnews, denn es gab einen Fotowettbewerb, bei dem man $5,000 gewinnen konnte und ein Künstler hat ein KI-Foto eingereicht, was wir alle auch schon uns denken konnten, hat den ersten Preis gemacht und weigert sich jetzt den Titel anzunehmen und den Preis anzunehmen. Wollte wohl nur gucken, ob er damit durchkommt. Mhm. Und ich finde das Foto, es ist übrigens ein Berliner und ich muss kurz gucken, wie er heißt. Habe ich mir nicht rauskopiert, schade. Es wirkt zumindest sehr surreal, beziehungsweise als wären 20 Filter drüber gemacht. Es wirkt nicht wie eine normale Fotografie, die unbearbeitet ist. Ja, so ein bisschen sieht man es auch in den Augen vielleicht. Es ist nicht echt, aber es ist schon sehr nah dran. Und die Finger sehen ein bisschen komisch mal wieder aus, oder? Aber ja, besser als geht. Sonst. Besser als sonst. Und Boris Eldaxin heißt der, ist ein Deutscher, oder zumindest lebt er in Deutschland, hat den Sony World Photography Award gewonnen und nimmt den eben jetzt nicht an. Ich weiß noch nicht, wie die Reaktion war von dem Contest, da gab es noch keine Stellungnahme, aber spannend. Hm. Denkst du, es gibt in Zukunft überhaupt noch solche Contests, solche Kunstcontests? Ich wollte gerade fragen, ob das halt, nur weil das Fotografie heißt, das ist ja nicht, dass es nur Fotos zulässt. Vielleicht ist er ja auch irgendwie digitale Sachen möglich gewesen eigentlich. Wenn nicht, dann hat er sich da auf jeden Fall gut durchgeschlingelt. Ja, wenn es schon wird, Photography heißt, ja, also geht es um Fotografie und nicht irgendwie Kunst, Medienkunst oder so, dann ist es nochmal ein Unterschied, glaube ich. Und ich denke schon, dass sie so schlau waren, in die AGB zu schreiben, dass sie nur Fotos, die echt durch, durch ein Handy oder... Na, dann kriegt er doch den Preis eh nicht. Wenn entweder ist es erlaubt und er kriegt den Preis, ja. Dann muss er aber nicht von sich aus sagen, dass er den nicht annimmt. Weißt du? Wahrscheinlich nicht. Fand ich halt ganz spannend, hätte er auch damit durchgehen können. Hätte sagen können, hier, ich nehme jetzt einfach die Kohle, lach mich schief. Er hat zugegeben, was ich ganz ehrenvoll finde. Ja, gut. Also Leute, das ist natürlich jetzt hier alles KI und so. Ne? Das sehr ist nischig, Nerd-Talk. Nee, und FDP und so, da kommen wir nachher nochmal zu. Ich habe nämlich eine Meldung, ja, da gibt es einen Bericht, da werden die Reichen gegessen, Tino. Oh. Und zwar von den Reichen. Reiche essen Reiche? Mhm. Cool. So, da könnt ihr noch gespannt sein, aber ich will das jetzt erstmal auflockern, weil es ja auch nicht für jeder Mann und jeder Frau. Wir kommen mal zu den Pillepalle-Nachrichten, die aber das Internet natürlich wieder in Atem hält. Staffel 3 von Seven vs. Wild.
Ganz groß. Ah, gibt's schon. Gar nicht mitbekommen, Tino. Nee, gibt's schon wieder Ankündigungen? Es gibt Ankündigungen. Geil. Nachdem letztes Jahr Fritz noch gesagt hat, es wird keine neue Staffel Seven vs. Wild geben, gibt es jetzt einen ganzen eigenen Kanal nur dafür, weil der hat ja sonst auf seinem Kanal gehabt. Niemand hat die Absicht, Seven vs. Wild fortzuführen. Das war von Anfang an Schwachsinn, so erfolgreich wieder es ist. Die erste Folge von Staffel 2 jetzt auch wieder irgendwie 12 Millionen Aufrufe oder so. Deswegen gibt es natürlich logischerweise eine dritte Staffel, die sich sehr anfühlt wie dieses Arctic Warrior, was der Otto gemacht hat. Ach, es ist gar nicht der gleiche. Doch, doch. Also es ist wieder mit Fritz Meinecke. Ja. Genau. Aber dazwischen macht jetzt gerade der Otto, der bei Staffel 2 dabei war, Arctic Warrior, wo ich mich auch beworben hatte, der das dann im Norden von Finnland in der Eiseskälte macht, mit Zweierteams. Und auch hier in Staffel 3 von Seven vs. Wild wird es jetzt Zweierteams geben. Und das erste Team, was angekündigt wurde, direkt eine große Kontroverse, Montana Black und Elotrix. Natürlich sind die nicht direkt confirmed, die muss ja selber noch zusagen. Mhm. Aber alleine die da ins Boot zu holen, ich meine, Montana Black wurde für Arctic Warrior auch schon angefragt, aber die da reinzuholen, ist eine kontroverse Sache. Warum? Montana Black ist doch der Nummer 1 Jugendvernichter. Ach so, okay. Schlechtes Vorbild, Frauen sind Objekte. Ja, das stimmt schon. Ich dachte, bei solchen Formaten ist es irgendwie egal. Und ich dachte eher, es hat doch genug Credibility, um da irgendwie einigermaßen durchzukommen. Ich finde das jetzt nicht super schlimm, dass er da, aber das ist, also es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, weißt du? Da wird kein Strahlemann reingeholt, den alle gut finden, weil das generiert nicht so was. Kronk oder so, oder Cold Mirror. Ja, vielleicht kriegt Kronk noch eine Anfrage, aber die ersten drei Teams wurden erst angekündigt. Das zweite Team besteht aus den Naturensöhnen und das dritte Team sind zwei Frauen, das ist irgendeine Lilly und eine Vanessa Blank. Und da habe ich auch einen Deep Dive gemacht, weil da haben auch in den Kommentaren Leute geschrieben, Montana Black, das ist ja noch okay, aber dass diese Vanessa Blank dabei ist, das geht ja gar nicht. Und da dachte ich, okay, Moment, was ist denn hier los? Die ist schlimmer als Montana Black, ja? Die objektifiziert, glaube ich, Männer einfach. Nee, die ist eine Prepperin. Die ist dahingehend, hat sie sich aufgeregt, dass Prepper ja immer in die rechte Ecke geschoben werden. Mhm. Ja. Und sagt dann aber infolge des Videos, in dem sie das erwähnt, immer weiter fragwürdige Aussagen, wo sie quasi das Klischee, was ich so gar nicht kannte, bestätigt. Ich kannte das auch schon, ja. Dass gerade diese Verschwörungsmythen ja auch dazu führen, dass Menschen halt Prepper werden. Weil sie halt denken, dass morgen kommt eine Apokalypse, morgen werden die Drag-Shows uns alle übermannen und dann werden die halt alle im Keller leben müssen. Über Mann oder über Frauen. Oder über Dragon, ja. Über Nicht-Binären. Doch, doch, ich kenne das schon. Und dann sitzt sie dann irgendwie da und sagt, ich bin eine Prepperin, bin aber kein Nazi. Okay, die Nazis haben schon recht mit den Juden und so, aber ich bin trotzdem kein Nazi. Oder was macht die? Nein, es war schon so ein bisschen dieses kein X-Aber-Ding, ja. Mhm. Es war so, ich bin absolut kein Ausländerfeind. Das Einzige, was ich finde, ist, dass... Und dann war es irgendwie so ein kritischer Satz, dass die sich an unsere Kultur anzupassen haben, irgend sowas, ich weiß es nicht genau, ja, will ich jetzt nicht falsch, aber es war alles so ein paar Sätze mit Geschmäckle, will ich auch gar nicht zu tief rein, darüber bin ich dann über sie zu Jörg Sprave, den ich früher mal geguckt habe, der Slingshot-Channel, hast du vielleicht schon mal gesehen, der baut so Waffen aus, ursprünglich, Waffen aus Schnipselgummis, ja, aber natürlich super krass, hat vor 11 Jahren schon riesen Katapulte gebaut und so, ist aber jetzt so ein bisschen eingestiegen in den richtigen Waffenverkauf, also so von Armbrüsten und alles. Und da gibt es auch eine Kontroverse, dass quasi die Angst vorm Blackout ausgenutzt wurde. Das ist nicht ganz so passiert, weil er sagt selber, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, aber er profitiert natürlich davon, wenn Leute Angst haben, dass wir irgendwie ausgeplündert werden, weil der Strom weg ist. Und dann kaufen wir uns schnell noch eine Armbrust zum Verteidigen. Und da gibt es eine riesen Kontroverse, weil diese Razzia da vor ein paar Monaten, als diese Reichsbürger da gedingst wurden, dass das genutzt wurde, um jetzt das Waffenrecht zu verschärfen, weil das so medial ein bisschen aufgepeitscht wurde und so weiter und so fort. Da bin ich echt von 0 auf 100 irgendwie reingestiegen, ja. Und ich habe diesen Typen da 10 Jahre nicht gesehen, den Jörg Sprave. Ich habe zwischendrin mal mitgekriegt, dass er hier mit der IG Metall gegen YouTube klagen wollte oder so. Aber wegen Arbeitsrechten, Arbeitsschutz genau, und so. Spannend. Weil, aber das war ja irgendwie nicht ganz richtig, weil YouTube ist ja nicht wirklich dein Arbeitgeber.
Schwierig. Egal. Ja, also dass die ersten drei Teams sind schon nicht frei von Kontroverse, um mal wieder zurück aber es auf kommt, aber es kommen noch mehr, es die kommen noch, angekündigt werden. Genau, es kommen noch drei andere und dann gibt es ein Wildcard-Team, wo ich mich eigentlich mit Franz bewerben wollte. Aha. Aber das Problem ist, dass man sich einzeln bewirbt. Das heißt, selbst wenn wir das beide machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir auch also wenn wir die ermischen, dass sie halt nicht Best Friends oder Best Buddies sind. Ja, was ich eigentlich dumm finde, denn die anderen sind ja so gewählt. Ja? Mhm. Also Ellotrix und Montana Black sind ja halt auch dicke Homies. Und die beiden Mädels wahrscheinlich auch, kenn ich nicht. Und die Naturensöhne sowieso, ich glaube, das sind sogar Brüder oder so. Ja, wie dem auch sei, morgen, also während ihr das hört, gibt es die anderen drei Teams auch schon. Die gibt es zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Da ist vielleicht auch nochmal jemand Kontroverses dabei. Vielleicht wollen wir jetzt nochmal einen Tipp abgeben. Wollte ich gerade sagen, hast du denn Wünsche? Wen würdest du denn wünschen für Seven vs. Wild? Ich sag Cold Mirror und Kronk. Also die Cold zusammen? Mirror wäre richtig geil, weil das hätte einen gewissen Unterhaltungswert, der bis jetzt abgegangen ist, glaube ich. Mhm. Weil diese Leute alle... Also Knossi war schon besser, als ich erwartet hätte, aber da sind halt keine Entertainer jemals gewesen bei Seven vs. Wild. Das ist das Ding. So. Wenn da sowas wie Cold Mirror kommen würde, obwohl ich die selber schon ewig nicht mehr gucke, muss ich sagen, aber natürlich als YouTube-Urgestein absoluter Respekt, aber das fände ich natürlich gut. Ich glaube eher, es ist irgendwas Richtung Simon Unge, Kronk vielleicht, obwohl... Denke ich eher nicht. Oder ein Rezo, Julian Bam, so einer von denen, dass die vielleicht noch nominiert werden. Mhm. Aber das sind ja wenn dann zwei, also vielleicht sind sogar Rezo und Julian Bam oder die Kronk und Sahazar, aber ich glaube, die machen schon lange nichts mehr. Ich bin da leider nicht so drin, ich gucke kein Minecraft. Oder Alberto und hier, wie heißt der andere, der... Simon Desu, nee. Abaddon und so. Lord Abaddon. Ich glaube, die müssen ja Homies sein, ich glaube, die hatten nichts miteinander zu tun, aber das wäre witzig. Aib Lali und Lord Abaddon, doch, das wäre witzig. Die Außenseiter vielleicht auch? Die Außenseiter. Sascha und Dima. Nee, das müssen schon noch aktuelle Hypes sein, garantiert. Muss doch nicht sein. Die können auch mal so wieder so alte Hasen hochholen. Natürlich können die das, aber das macht ein Fritz Meinecke nicht. Der will, dass er 20 Millionen Aufrufe auf seiner ersten Folge hat. Aber ist auch geil, wenn dann die ganzen alten Opas wieder rausgeholt werden, die mit YouTube angefangen haben. Oh, ich kenne auch Dima und Sascha, Waschmaschine, Waschmaschine. Das würde die aus den Gräbern rausholen, also mich zumindest. Hm. Ich würde zugucken, wenn die Außenseiter oder Codemember dabei sind. Also die würdest du dir wünschen. Ja. Und müssen das YouTuber sein oder können das auch irgendwie andere prominenten Menschen sein? Ich glaube, muss nicht zwangsläufig sein. Vielleicht ist ja ein Team Markus Lanz und Kai Pflaume. Oder die Volta-Zwillinge, Worldwide Wohnzimmer, wäre witzig. Glaube ich auch nicht. Im Bondoria? Ich glaube auch, also ich glaube, da müssen schon, du musst ja so sehen, das sind noch drei Teams, die kommen. Bis jetzt ist erst ein Team, das sind die Mädels wirklich dabei, die Erfahrung haben mit Survival. Da kommen garantiert zwei Teams noch, das irgendwelche, die man nicht so kennt, irgendwelche Leute sind. Ja, und dann muss das letzte Team reinhauen, ich jetzt mal. Ist noch Spekulatius. Oder Revi vielleicht auch, der ist auch immer so bei allen Sachen dabei. Er ist ein Revi. Revenside oder ja, wie der sowas, heißt, ne? Genau. Ja. Ich habe nicht mal ein Bild zu dem im Kopf. Keine Ahnung. Ja, ich kenne ja auch nur von so Collation. Ich habe ja irgendeinen Roblox-Streamer. Hat so Minecraft, glaube ich, gemacht. Ich kenne ja auch nur von irgendwelchen Zusammenschnitten. Naja. Auf jeden Fall sehr interessant, dass es Teams gibt. Aber ich glaube, der Entertainment-Faktor wird sehr schwach sein, denn die Tageschallenges wurden abgeschafft. Mhm. Und ich sage dir, also die muss ja jeden Tag so eine Aufgabe machen, haben dann Punkte dafür gekriegt. Ich sage dir, das ist auf dem Mist von Herrn Fritz Meinecke gewachsen, weil der salty war, dass der in der letzten Staffel nämlich nicht gewonnen hat durch die Tageschallenges. Da hat er einige verkackt und hat dann, es war auch in einer Folge war so drin, so ein Rant von ihm, ja, das ist doch totaler Schwachsinn, wem nützt denn das was, was bringt mir das was, hat sich da übelst soll ja unterhaltsam sein, ey, dann mach's doch einfach ohne Kameras, wenn du das unbedingt so willst. Tja, naja, Seven vs. Wild geht ganz überraschend in die neue Staffel, hier habt ihr es auch zuerst gehört. Er kann nicht anschließen und zwar, ich hab's auch nur am Rande verfolgt, es gab ein YouTuber-Event, bei dem so vier Teams zwei Federball gespielt haben, oder Völkerball heißt es ja auch, gespielt haben. Und da gab es das sogenannte Stakegate. Okay. Es war auch in den Twitter-Trends, habe ich gesehen, und kam so ein bisschen durch ein YouTube-Video darauf, ich weiß nicht, durch DJs Wochenshow oder so. Ist auch schon jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger als eine Woche her, aber es wurde an mich so herangetragen, das Thema. Und zwar waren ganz viele YouTuber Steak essen,
Oh oh. Und die sind der Reihe nach gegangen. Und am Ende blieben wohl noch 7 Stakes übrig, die nicht bezahlt worden sind. Es gab so ganz viel Content, viel Videos, Twitter-Beiträge, wo gerätselt worden ist, wer hat nicht bezahlt. Und da gab es auch Anschuldigungen und so weiter. Und Einzelne haben dann quasi ihre Rechnungen hochgeladen und zu beweisen, ich habe bezahlt. Und dann haben sie halt so Skizzen gemacht von den Sitzplätzen, wo die da saß, haben dann immer so abgekreuzt, ich habe den bezahlen What sehen, the fuck? der hat seinen Bon hochgeladen und die auch und haben sie so abgehakt. Und es blieben noch ganz wenige übrig, aber es waren also mehr Schnitzel, Steaks übrig, als Menschen nicht bezahlt haben, was komisch war. Und man weiß bis jetzt, weil ich weiß nicht, wer nun nicht bezahlt hat. Der größte Krimi unserer Zeit. Das fand Das ich ist auch, ja. sowas finde ich spannend, weil es ist irgendwie Real-Life-Krimi und es muss auch irgendein Arsch gewesen sein. Also irgendeine Person, die Er hat ungeil einmal ist. eine Person 7 Steaks bestellt. Oder mitgenommen, keine Ahnung, und hat behauptet, ich lade euch alle ein und hat es gar nicht gemacht. Irgendwas muss passiert sein, hat auch keiner zugegeben, soweit ich weiß. Also Und Steakgate wurde noch das nicht war ein aufgelöst. YouTuber. Das war ein YouTuber vor allem, Gab's ja. da, ist da jetzt auch ein Name dabei, den man kennt, oder? Erevi zum Beispiel. Guck an. Und ich kenne die auch immer Der alle ist ja nicht. überall. Ja, geil. Aber dass sie dann ihre fucking Bongs hochladen, das ist schon Ja. absurd alles ein bisschen. Ich kann noch mal gucken nach Steakgate, ob es eine Auflösung gab. Vielleicht hat auch einfach das Restaurant die Chance gewittert, da vom Shitstorm zu Das profitieren. gab es eben auch, die Gerüchte, dass sie Ja. einfach noch 7 draufgelegt haben. Das sind ja eh alles Millionäre, die da mitmachen. Und es gab wohl einen Fake, der gesagt hat, ich bin's gewesen, aber war es eigentlich gar nicht, war nur ein Spaß. Und, aber ich glaube, es ist noch unaufgeklärt. Das ist auf Ich jeden Fall liefere nächste Woche nach. ich dachte auch erst, der Shitstorm ist, dass man das überhaupt da stehen lässt und das nicht aufisst, weil es halt Nee, nee, die wurden aber nicht bei bezahlt. Und das Essensverschwendung. gegessen worden ist, kann ja sein, aber die wurden jedenfalls nicht bezahlt, 7 Stück. Skandalös. Frechheit. Ich finde es auch scheiße. Es ist mir einmal passiert, dass ich auf irgendeinem Stammtisch war, mit der Partei damals noch, und bin ohne zu bezahlen nach Hause gegangen, dass mich angerufen haben zu Hause. Es war aber aus Versehen. Ich hatte eh nur einen, weiß ich nicht, einen Dudler. Das war vielleicht auch aus Versehen. Ja, 7 Steaks, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch vergessen, weil es war so ein lustiger Abend. Ich hatte irgendwie auch nur ein, zwei Bionade oder einen Dudler gehabt. Bin nach Hause gelaufen, dann als mich anriefen, gecheckt, dass ich nicht bezahlt habe. Kann mal passieren. Also bewusst Zeche geprellt habe ich noch nicht gemacht. Habe ich mir nicht getraut. Crazy, was Hast du in der YouTube-Welt alles Kontroverses passiert. das mal gemacht? Mal so richtig bewusst Zeche prellen? Nee. Wann denn auch? Ich gehe ja nie auswärts essen. Naja, vielleicht. Maximal mal bei Fritz Mitte irgendwie alle 3 Monate mal, ja. Aber wenn man das plant, ich meine, es ist ja auch einfach, Zeche zu prellen. Theoretisch. Einfach Theoretisch, ja. aufstehen und gehen. Danke, Das sieht ja keiner. jetzt hast du Naja. den Leuten eine Anleitung gegeben? Ja, voll. Toll. Ja, das ist so etwas, wo ich mich frage, warum das nicht viel öfter passiert. Also es kommt doch wohl eher Naja, selten vor, zum auswärts Glück. halt, ne? Also du willst das nicht in deiner eigenen Stadt machen, glaube ich. Klar, wenn ich jetzt irgendwie in Weimar wohne und fahre nach Bremen, ist es natürlich noch viel einfacher zum Beispiel, ja. Aber es scheint seltener vorzukommen, als man das so denkt, weil es ja doch recht einfach ist, ne? Ich weiß nur von meiner Familie, dass wir mal, als ich noch klein war, das mal hatten, dass meine Eltern wohl wussten, dass sie sich verrechnet haben auf der Rechnung und das einfach nicht angesprochen haben. Es war auch nicht viel, es war vielleicht 15, also 10 Euro oder sowas. Aber meine Eltern dann im Auto gesagt, ey, hast du auch gemerkt? Meine Mama so, ja, ich auch. Gut, fahr mal einfach los jetzt. Das gab's mal. Obwohl wir aber auch eine Rechnung von 80 Euro hatten, weil wir halt ein großes Essen. Da waren 10 Euro, was sie zu wenig von uns verlangt haben. Aber das war das Aber einzige das ist doch Mal. so ein richtig kleiner Glücksmoment, wenn irgendwie man eine Rechnung bezahlen muss und die Person will aber zu wenig von dir. Ja. Da ist natürlich so ein kleiner Test, ob du eine ehrenvolle Person bist, aber da sag ich mir, diese große Corporation hier, die scheitert nicht an der Existenz, nur weil ich jetzt mal einen Zehner zu wenig bezahle. Man darf nicht so weit denken. Also gerade. Ich wollte nur die nächste Überleitung Also vorbereiten. Toll, sorry. Tino. Ich meine auch gerade, ich kenne Menschen, die auch an der Kasse sitzen und bei denen sollte man ehrlich sein, wenn bei denen Differenzen sind, müssen die es halt privat zahlen, wenn die halt so groß sind, die Differenzen. Wenn Das es. ist gut zu wissen. Es gibt da die ein oder andere Kassenperson, denen ich das gerne mal Siehst wünsche. du, da bin ich ehrlich, da habe ich auch ein paar Mal, dass sie mir zu viel rausgegeben haben, da sage ich das aber auch dann. Da bin ich dann doch ehrlich. Aber wenn du jetzt irgendwie mitbekommst, keine Ahnung, klaut jemand bei irgendeinem großen Geschäft oder so, denke ich mir auch, naja, da hat jetzt keiner richtig krassen Schaden von. Wo wir gerade von Schaden haben reden, unser ganzes kapitalistische System hat einen Schaden, sagt eine hochrangige Person einer Bank.
Das war ein Artikel, der relativ viel rumgereicht wurde in den letzten 7 Tagen. Und wir kommen gleich wieder zurück zu Pipi Kaka YouTube-Humor, ja? Und Geschehnissen, die da passiert sind und Livestream-Fails und alles. Aber das möchte ich ansprechen. Das ist ein Artikel vom Fortune Magazine, was auch leicht rechts eigentlich, also, ne, das ist jetzt nicht, das ist keine Nazi-Bande, sondern Nazi-Coin wieder von dir. Das hat einen Media-Bias, das empfehle ich euch sowieso, immer den Media-Bias-Fact-Check aufzurufen. Da sieht man nämlich Right, Left-Leaning, ja, was und wie faktisch akkurat ist das. Also kannst du immer eingeben, wo du deine Artikel liest und dann siehst du da zum Beispiel die Newsmaxes oder so, die haben dann natürlich einen lowen Score, weil die Faktenlage da relativ kritisch immer ist. Und das ist ganz nice. Das Fortune Magazine ist right-leaning und da ist ein Artikel entstanden, und zwar von Will Daniel. Ja, Daniel Will, wie auch immer, Will Daniel. We may be looking at the end of capitalism. One of the world's oldest and largest investment banks warns Greedflation has gone too far. Das ist ein schöner Neologismus, die Greedflation, die Gierflation, würde man im Deutschen wohl sagen. Albert Edwards, an economist at the 190-year-old investment bank Société Générale, says corporate greed may call for the unthinkable. Price Controls. Also, ich könnte jetzt hier auch diesen kurzen Artikel vielleicht mal vorlesen, ist aber Englisch. Ich weiß nicht, wie viele vom geneigten Hörpersonal am Empfangsbolzen des Englischen mächtig ist. Auf jeden Fall geht es darum, was ich auch, ich glaube, hier im Podcast schon öfter mal bemängelt habe, hier sieht man einen Graph, ja? Da sieht man quasi... Graphzahl. Der Kamadeus. Da sieht man die Kosten der Arbeit, ja. Und die Kosten, die anfallen bei der Erschaffung quasi und die Kosten, um die Arbeiter zu bezahlen. Ja. So. Da sieht man eine relativ konstante, leichte Steigerung. Aber hier sieht man, dass die Profit Margins, ja, also das, was man daran verdient, sehr viel höher sind von 2010 an. Das gab es öfter auch mal in der Vergangenheit, dass quasi die Preise angestiegen sind, wie wir es jetzt hatten. Aber das hat sich dann wieder selbst korrigiert und ist dann immer wieder, das ist hier so dieses Eingekreiste, ist dann immer wieder abgeflacht. Ja? Aber das passiert jetzt gerade nicht. Das ist ja genau das, was, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es im Podcast angesprochen, da gab es auch so eine Analyse, dass jetzt im letzten Jahr ja die Preise erhöht wurden und trotzdem die ganzen Firmen harten Gewinn gemacht haben. Also es ist nicht so, oh, wir haben jetzt Inflation und wir haben Probleme mit der Energie, deswegen müssen wir die Preise anziehen. Möglicherweise geht das aber, also ist das der Grund für einen minimalen Anstieg, aber es wurde so hart erhöht, dass gleichzeitig der Profit hart in die Höhe ging. Und das, während wir ja alle eine Krise haben, ja. Und das finde ich sehr schwierig. Und da kann man auf jeden Fall mal drauf hinweisen. So, und das ist das Ding, was dieser Albert Edwards, der Economist von dieser Bank, sagt. Oder halt hervortut. Und er möchte jetzt sozusagen Preise regulieren, was ja noch unvorstellbar ist. Was an sich unvorstellbar ist, aber das wirft er als ja, einer der größten Investmentbanker, ja, oder Banken, ein Economist, einer der größten Investmentbanken, Alter, Englisch, Banken, Deutsch, ganz fürchterlich, weil dieser Text von mir auch gerade Englisch ist, sagt das. Und nicht irgend so eine Greta jetzt. Siehst du, wenn es ein erwachsener Mann sagt, ist es richtig. Ja, also da gehört schon viel dazu, dass die Reichen sagt, wir essen uns gerade auf. Ich meine, es ist ja auch die Wahrheit. Ne? Also klar, also es gibt ja auch rechte Kritik am Kapitalismus, das ist ja klar. So, und auch sogar die erkennen halt, dass diese ganze Blase mal platzen wird. Es kann nicht immer mehr werden, immer alle reicher und andere immer ärmer. Das geht mal richtig tief in die Hose. Und der Markt kann eben nicht einfach nur frei sein. Und gestern erst war ich in einem Laden was einkaufen und dachte mir auch, krass, ist teuer geworden. Wieso gibt es nicht eigentlich sowas wie eine Preisbremse für alles, weißt du? Dass man irgendwie sagt, du darfst halt für Artikel A und B nur so und so viel
Geld draufschlagen, mehr nicht, dass du Grenzen hast. Wie bei auch bei Tankstellen, bei Flughäfen, da sind ja auch die Preise so immens hoch oder Raststätten bei Autobahnen, weil die einfach können, weil die Menschen zahlen da halt 6 Euro für einen Red Bull, ja. Weil die können nicht mal eben von der Autobahn runterfahren und da irgendwie zum Lidl oder Aldi gehen. Und das, finde ich, ist halt eine Frechheit und soll auf jeden Fall begrenzt werden. Klar kann man sagen, Freiheit des Marktes, wir dürfen nicht so viel einschränken, aber Politik ist auch dafür da, um den Menschen irgendwie zu dienen und ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und ein bezahlbares Leben zu ermöglichen. Ich finde auch dieses übliche Argument von, ja, dann kauf's halt nicht, ist halt auch ein schwieriges, weil wenn du, also es geht gerade auch bei Lebensmitteln, die du ja brauchst, ja. So, ist es halt einfach schwierig zu sagen, okay, dann hole ich mir halt jetzt kein Essen. Ich kann nicht nur jeden Tag ein Toastbrot ohne Hummus essen, ja, nur weil das halt relativ günstig ist. Es geht auch so ein bisschen um Teilhabe. Und ja, es ist schon okay, dass es Menschen gibt, die ein bisschen mehr als die anderen haben. So funktioniert die Welt wahrscheinlich einfach in der Gesellschaft. Auch wegen Anreizen, verstehe ich irgendwie alles. Aber es kann halt nicht so Maße annehmen, dass manche Menschen so gar nicht teilhaben können, dass sie sich nicht leisten können, mal irgendwie in den Freizeitpark zu gehen oder sich eine Pizza zu bestellen, was die einfachsten Dinge sind. Das können sich Familien manchmal einfach gar nicht leisten. Und es ist doch total traurig. Deswegen bin ich eben doch ganz hart einfach für eine viel krassere Regulierung des Marktes. Keine totale, ich will auch keine Planwirtschaft. Wollt ihr die totale Regulierung? Also keine Planwirtschaft, weil ich sehe aus, wie man immer einen Plan hat oder Pläne mag. Aber ich finde es halt besser, dass man das irgendwie so ein bisschen begrenzt. Und da gibt es immer noch genug Freiheit für die Firmen und für die Konzerne. Oder auch, dass die ganzen Aktionäre und so und die Vorstandsvorsitzenden, die schütten sich da Millionen von Dividenden aus, von irgendwelchen Gewinnen, während die rummaulen, wenn mal irgendwie der Bahnverkehr streikt, wie aktuell. Wenn die da um jeden Cent kämpfen müssen. Und dann behaupten die immer, die Aktionäre und so und die Vorstände, ja, aber wir müssen auch gucken, wo wir bleiben und wir nehmen auch immer weniger Geld ein und so. Nee, macht ihr nicht, ihr schüttet nur das Geld an der falschen Stelle aus. Ihr könnt auch mal die Leute mehr bezahlen, die das Geld auch herantragen und nicht nur die ganzen Aktionäre bezahlen und die ist vielleicht der falsche Begriff, aber die ganzen Vorstandsleute und so, und die da investieren. Mhm. Das ist einfach völlig falsche Prioritätensetzung. Und es kriegen halt die wenigsten Menschen mit, weil sich damit keiner auseinandersetzt. Es ist richtig, dass man irgendwie, dass Leute immer reicher werden und irgendwie, dass je mehr Menschen nach Deutschland kommen, desto schwieriger wird es natürlich auch, Sozialleistungen irgendwie zu verteilen. Das ist alles richtig, aber nicht, weil die Menschen kommen und in Not sind, sondern weil eben die Gelder falsch verteilt werden, weil es wenige Menschen gibt, die alles kriegen, und wenn die weniger hätten, davon könnten die immer noch locker toll und reich leben, dann ging es allen irgendwie besser insgesamt. Da bist du aber jetzt direkt in einen Rant übergegangen. Tut mir leid. Du hast dich direkt auf dem richtigen Fuß erwischt, sozusagen. Das stimmt leider, ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das jetzt einen Namen hat, einen Terminus Greedflation. Also googelt danach, dann werdet ihr garantiert auch diesen Artikel noch dazu finden. Fortune Magazine, wenn es euch denn interessiert. Ich will es auch gar nicht zu lang jetzt vielleicht machen, weil, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen abseits der typischen Montana Black, hat mal wieder irgendwo in den Wald gekackt. Aber ja, wie immer, ja. Macht er jedes Mal nervig. Aber ich wollte das ja mal mit reinnehmen, weil Greedflation, und es ist genau das, was ich, also, ich habe das auch, keine Gurke muss 2,50 € gekostet haben vor ein paar Wochen. Ja. Wahrscheinlich, wie gesagt, ein bisschen Preis anziehen, okay. Aber das sind ja teilweise Sachen doppelt so teuer geworden. Ja, mindestens. Und wie kann das sein, dass, also, die waren wahrscheinlich in der Schule bei Finn Kliemann, Krise kann auch geil sein. Ist so, ja. Und das ist einfach nur dumm. Also, Corporate Greed has gone too far. Ich finde es gar nicht schlecht, Robin, dass wir ab und zu auch mal solche schwierigen Themen und komplexen Themen aufgreifen. Wir locken die Leute mit Montana Black Kack den Wald rein. Und dann füttern wir unsere Propaganda in die Reihe. Und dann kommen hier irgendwelche Kapitalismuskritiken und zwischen meinem Kampf und lass die Reichen essen. Ist so. Finden wir uns heute ist so. Gut. Ist so, ja. Ja. Dürfen hat eben doch recht, ne? Also bei Ostdeutschen gibt es echt nur Kommunisten und Nazis. Ist genau so. Ja, wo wir gerade bei Nazis sind, das zieht sich heute so ein bisschen durch, aber es gibt mal wieder... Das ist doch mein Thema eigentlich, was ist denn los? Ja, es gibt mal wieder über Twitter ein paar News, da müssen wir mal raushauen, ja. Pass auf, folgendermaßen, auf Twitter ist absoluter Teufel los, Dinge sind passiert. Also, sie haben die Verifikation entfernt von allen Leuten, die nicht dafür zahlen. Und gleichzeitig können sich ja Leute diese Verifizierung kaufen. Und so ist es geschehen, dass ein Twitter-Account mit dem Namen Nature and Race, Racial Consciousness, ja, cool,
verifiziert ist und innerhalb von kürzester Zeit von 40.000 Followern über, ich weiß es nicht genau, weil mittlerweile ist er tatsächlich gebannt worden, aber über scheinbar über 1 Million Follower bekommen hat, was insane ist. Und der halt wirklich offen sagt, die weiße Rasse ist die beste und so weiter. Und nur aufgrund des blauen Hakens kam halt diese Followerschaft zustande, oder wie? Eigentlich ja nicht. Das sagt dieser blaue Haken nicht. Aber dadurch hat er vielleicht einen Hype generiert. Oder da wurden wirklich nachgeholfen. Who knows? Wäre ein bisschen schwach. Das ist Spekulation. Aber gleichzeitig hat zum Beispiel der offizielle Account von Auschwitz, ja, von nicht Auschwitz der Stadt, sondern Auschwitz des KZ, hat seinen Haken verloren. Sein Verifikationshaken. Und das ist so ein kleiner, netter Kontrast. Ja. Mhm. Das hat auch dafür gesorgt, dass viele Leute wieder gegangen sind. Das schwedische öffentliche Radio ist die 4. große News-Organisation, die Twitter verlassen hat. Zum Beispiel Bella Ramsey ist auch gegangen, hat ihre Gay- und Dings-Zuschauerschaft verabschiedet, hat gesagt, der Account wird wahrscheinlich noch von irgendjemandem aktiv genutzt. Halt irgendwie Staff von ihr oder so, aber sie ist raus. Das ist ja die Ellie, wie du weißt, von der Serie The Last of Us, die du längst gesehen hast. Ah ja, alle Folgen durch. Mhm. Spannend, wenn er da stumpf am Ende dann allen die Äpfel klaut. Das ist eine tolle Folge gewesen. Ja. Ich habe dazu noch den Screenshot von Racial Consciousness. Largest openly national socialist account on social media. Now verified. What a wild time to be alive. Ja, yeah, now verified. Alter, ja, das pass ist auf. So eine leere... Pass auf. Ich finde, guck dir die Formulierung an. Ich finde es ja gut, dass der selber von sich sagt, dass es unglaublich ist, dass er mit seinen abstrusen Meinungen jetzt verifiziert wird. Weißt du? Nee, es ist, glaube ich, so gemeint, dass endlich auch unsere Meinung mal anerkannt wird, wir verifiziert werden. Ja. Toll, es geht aufwärts. So ist wahrscheinlich eher gemeint. Und es ist nichts wert, Alter. Das musst du doch auch selber raffen. Ja. Die Verifizierung. So, aber darunter habe ich einen Post gefunden, dafür hat sich's dann alles doch gelohnt, weil du ja immer predigst, die Toleranz hört bei der Intoleranz auf. Ja. Und das ist ja immer ein bisschen ein kleines, schwieriges Paradoxon, das Leuten gut nahezulegen. Mhm. Und da habe ich hier gefunden. The paradox of tolerance disappears if you look at tolerance not as a moral standard, but as a social contract. Hm. If someone does not abide by the terms of the contract, then they are not covered by it. Genau, das ist perfekt. Wenn du nicht mitmachst, bist du halt raus. In other words, the intolerant are not following the rules of the social contract of mutual tolerance. Since they have broken the terms of the contract, they are no longer covered by the contract and their intolerance should not be tolerated. Und das ist es basically, liebe Leute. Deswegen kann man nämlich nicht sagen, oh, die AfD ist nur eine Partei und Nazis haben nur eine Meinung. Nee, also sobald seine Meinung eben ist, ist andere ihre Meinung nicht äußern dürfen. Und da gibt es auch gerade eine spannende Kampagne an Bahnhöfen und in Innenstädten. Wie war denn der Wortlaut? Und wie Freiheit ist, wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst und so in der Weise. Und das sind halt Sätze, die muss doch jedem Deppen aufleuchten, aber das tut's nicht. Und das finde ich halt, was so schade ist. Es ist ja so offensichtlich, ne? Aber nicht jeder rafft das irgendwie. Aber ich merke schon, es ist wirklich eine politisch geladene Folge. Ich würde jetzt nochmal kurz zu so ein paar Larifari-Lusti-Lusti-Sachen kommen. Wenn wir bei Twitter sind, können wir noch zu dem Erfolgsmann der Woche kommen, zu Elon Musk. Ja. Der hat sein Starship getestet und es, wie geplant, ging es in die Hose. Es ist beim Start quasi explodiert. Es ist abgehoben. Nein, nicht direkt beim Start. Es ist abgehoben kurz. Und es hat ein paar Schrauben gedreht, ein paar 360s, das waren schon 4-5 Minuten. Eine Pirouette gemacht, genau, und dann explodiert. Ein Immelmann. Und das war angeblich geplant, also verstehe ich irgendwie auch, was mit gemeint sein könnte, aber ich denke, das ist einfach nur ein dummes Framing. Also das gibt zwei Seiten zu dieser Sache. Soweit ich das beurteilen kann, war der Start das Wichtigste an diesem Experiment, wobei man jetzt sagen muss, dafür jetzt, ne, ist ja das nächste Fass, was aufgemacht wird, dafür jetzt diese Millionen verbraten und der CO2-Abdruck, der damit verbunden ist, aber egal. Klammern wir das mal alles aus, ja? Der Start war wohl das Relevanteste, aber gab es da nicht auch in der Vergangenheit schon Raketen, die halt wieder landen? So? Ich dachte, natürlich. Das ist eigentlich das große Ding, so was Flugzeuge auch irgendwann mal vielleicht ab...
ablösen soll. Das ist die Bandbreite. Es gibt Raketen, starten und landen wieder. Und die ist halt gestartet. So. Und das ist ein Riesenerfolg. Nee, ich mein, ja. Und ich denke mir halt, wenn ich bei einem Marathon mitmache, ist ja auch nicht ein Erfolg, einfach da zu starten, hinzufallen auf 5 Minuten. Sondern wenn ich da schon mitmache, ist ja der Start vorausgesetzt. Ja. Darauf hinausgehen, den auch durchzuziehen einigermaßen. Deswegen finde ich diese Framing von, es ging nur um den Start, ein bisschen zu geframed. Ich habe dazu keine finale Lösung, Meinung. Also das Ding ist halt auch, dass alle applaudiert haben in dem Moment, wo es explodiert ist. Feuerwerk. Ja. Toll. Aber die da applaudieren, sind ja, man hört die ja im Livestream, das sind ja eigentlich die Leute, die da dran mitgearbeitet haben. Also die müssen es eigentlich wissen, ja, dass das jetzt kein Fail ist, zumindest. Wenn es alle solche tollen Ingenieure sind wie Elon Musk, weiß ich ja nicht, wenn der das beauftragt hat. Hat das selber gebaut, der Elon. Dürfen sich aber auch ihre Schön seinen Maulschlüssel angesetzt und ein paar Mal nach rechts gedreht. Die dürfen auch ihre Verifizierung einfach kaufen für $8 ihr Ingenieursstudium. Kann ja sein. Das ist witzig. Ja, eine SpaceX-Rakete mit dem Namen Starship, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Wir sind ja jetzt relativ reingeprügelt in dieses Thema. Ein bisschen, ja, stimmt. Die ist auf jeden Fall gestartet, ja, ist gut. Vor allem Starship. In mehrere Dutzend Kilometer irgendwie, 12. Da fehlt doch ein T. Ein Dutzend. Fehlt doch ein T. Starship hätte es heißen müssen und nicht Starship. Starship und nicht Landungsschip, ja. Ja. Und dann hat es sich so zerbröselt. Sah gar nicht so spektakulär aus, muss ich sagen. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, ist mir egal. Was du wahrscheinlich auch nicht gesehen hast, was auch nicht spektakulär aussah, aber richtig eklig, das ist einer der Twitch-Clips der Woche, ein kleiner Fail. Ich nehme das hier nämlich mit rein, weil diesen Typen habe ich schon in echt getroffen auf der TwitchCon, der Knut. Der ist einfach nur Knut. Sein Twitch-Kanal heißt etwas anders, ist mir aber egal. Das ist so ein richtiger, so ein Atze, ne? So ein wie der Mountain bei Game of Thrones. Nur nicht ganz so groß. Der Berg. Und der hat gebenchpressed, ja, so wo du auf dem Rücken liegst und so hochdrückst. Im Livestream. Andersrum geht's ja auch nicht, wenn er nach unten drückt, wird der ganze Welt verschieben, meinst du? Das kann nur Chuck Norris. Ach so. Und 250 Kilogramm waren's. Und er drückt es so hoch und ich habe erst nicht gesehen, was passiert. Es wirkt, als hätte er keine Kraft mehr und macht so ein ganz komisches Geräusch und legt das so auf seine Brust ab. Ja. Und dann habe ich den Fehler gemacht und dann nochmal geguckt und du siehst ja an seinem Arm, wie so richtig so eine Sehne so da wegschnippt. Ja. Und es gibt ein richtig widerliches Geräusch. Und das wurde geklippt. Und Clip der Woche, absolut. Oh, richtig widerlich, wer sich das angucken möchte. Ah, der arme Alter. Ich weiß nicht, wie er persönlich so drauf ist. Ne? Vielleicht ist er ja auch irgendwie schwierig, aber das ist trotzdem scheiße. Ja, ich wundere mich da auch, dass das von Twitch okay ist, sag ich mal. Also es ist natürlich keine Selbstverletzung in dem Sinne, nicht die ja verboten wäre. Aber keine Ahnung, wenn jetzt auf Twitch jemand aus Versehen hinfällt und sich das Bein bricht und es irgendwie zur Seite wegknickt, dann würde wahrscheinlich Twitch da auch sagen, das zeigt man lieber nicht. So ein offener Bruch oder so, ne? Ja, so das kannst du nicht planen, ja, da kannst du nichts dafür. Aber wenn das passiert, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das online bleibt. Kann man den Clip schon löschen lassen, ja, schwierig. Es ist auch, das klingt jetzt vielleicht spektakulärer, als es ist, aber du siehst halt wirklich hier an der Schulter so diesen Muskel da so wegschnippen. Ja, ich habe das schon mal gesehen, sowas. Das ist richtig widerlich. Ja, es ist die Vorstellung, dass das schnippt so in den Körper rein. Und dann hast du halt noch diese 250 Kilo, die dich runterpressen. Da waren auch ganz viele Leute drumherum, die sind ganz schnell hin. So, ist übelst laut. Aber gute Besserung, lieber Knut. Sportler. Knut heißt er. Einfach lieber Knut. Knut. Oh, er ist jahrelang im Zoo eingesperrt und jetzt muss er auch noch sowas erleiden. Ja, kein leichtes Knut. Leben. Naja, wer auch kein leichtes Leben hatte, war Grandpa Reads the Comics. Der hat nämlich für ein minimalstes Publikum Comics vorgelesen. Mit seiner Frau, hat immer mal getanzt und so. So ein alter Mann, so richtig netter Opi, der ganz viele Videos gemacht hat und dann plötzlich inaktiv geworden ist. Oh. Was könnte da passiert sein? Er hat kein Internet mehr? Er hat einfach keine Lust mehr, so wie es aussieht. Er lebt noch, alles ist gut. Oh, gut. Aber dieser Kanal war halt komplett unentdeckt. Er hatte 200 Abonnenten. Dann hat ihn ein TikTok-Kanal entdeckt. Er hat gesagt, hier, guckt mal, das ist ja voll wholesome, was dieser Kanal da macht. Der liest Comics vor und ist so ein richtiger Oppi. Und das wiederum wurde dann auf Reddit gepostet, nachdem es durch TikTok so weit gekommen ist, dass der Typ 20.000 Abonnenten plötzlich hatte, war das dann auf Reddit. Dann wurde auf 4chan, 8chan, Rotten, überall ist es durchgegangen. Und dann vor allem bei Rotten, die haben gesagt, bald haben wir dich.
Nein, aber bei Reddit war das dann einer der Top-Posts der letzten Woche und der hat jetzt über 230.000 Abonnenten. Dieser Oh. Opa, der einfach nur seine scheiß Comics vorliest. Dafür ist es doch auch da, das Internet, ne? Das ist doch voll Ja, süß. da ist er. Grandpa reads the Comics, 238.000 also Aber gestern. auch kurz, ne? Kurze Clips. Ja, es ist. Und der war halt, wie gesagt, 2 Jahre inaktiv und hat das jetzt mitbekommen, diesen Hype, und ist wieder da. Das ist Nice. richtig Das süß. Comeback des Jahres, Das ist oder? so hart, oder? Du machst einfach Videos, dann sagst du ja auch, nee, guckt eh keiner, ich lasse es sein. Und nach 2 Jahren aus dem Nichts hast du 240.000 Abonnenten Aber und du schon alle Schluss so, machen oh, du wolltest, bist da. ne? Er wollte schon. Strick war schon gezückt. Ja, vor allem. Hat sie mit dem Strick in den Kopf geschossen. Ja, das war damals so. Wir hatten ja nichts. Egal. Grandpa Reads the Comics ist jetzt nicht unbedingt der Content, den ich gucken würde. Und ich glaube, viele abonnieren auch nur aus wholesome Gründen und gucken dann keine Videos, was ich eigentlich nicht so geil finde. Aber mega nice. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ich hatte auch eine funny Geschichte, lieber Robin. Es ist auch also so eine Randnotiz. Aber kennst du das Festival ohne Bands? Nee. Es heißt Festival ohne Bands, also wie es heißt. Oh. Es ist es eben auch, ne? Also es ist quasi ein Zeltplatz, der gemietet wird, wo du dieses Festivalgefühl hast, ohne diese lästigen Bands zu haben, weil du halt weißt, du musst nicht dann und dann beim Konzert sein, du kannst einfach chillen dort, hast diese Stimmung da vor Ort. Und das gibt es jetzt schon seit, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, das schon, oder noch länger. Stellt sich irgendwo, wie lange es das schon gibt, keine Ahnung. Jedenfalls wollen die. Festival ohne Kotze fände ich mal geil. Nee, es ist unmöglich. Mist. Werd nicht albern, Robin. Sie wollten das Jubiläum feiern und haben keine Karten verkauft. Und was ist passiert, Robin? Was war denn die große Neuerung, weswegen sie hier keine Karten verkauft haben? Es ist open für alle. Also nochmal, es ist ein Festival ohne Bands, ja? Ja. Wir feiern Jubiläum, machen eine Änderung dafür und verkaufen einmal keine Karten mehr. Was ging wohl schief? Sie haben aus Versehen Bands engagiert. Nicht aus Versehen, sie dachten sich zum Jubiläum einfach mal Bands einzuladen, das Festival ohne Bands. Sie haben jahrelang Leuten, also eine Nische quasi aufgemacht oder entdeckt von Leuten, die Bock haben, nur zu zelten, das Feeling zu haben, keine Musik hören wollten. Dachten sich die Veranstalter, ja, um dir eine Freude zu machen, holen wir einfach mal jetzt Bands dazu, weißt du? Und haben keine Karten verkauft und haben das jetzt wieder rückgängig gemacht. Ach so, sie haben keine Karten verkauft, weil die Leute die nicht gekauft haben. Ja, also. So rum, ich dachte, das ist einfach, weißt du, es gibt Ach keine Karten zu so. kaufen, so hatte ich es Ach nee, verstanden. die haben keine Karten verkauft. Ah, Genau, sorry, falls es falsch rüberkam. I see, ja Aber die gut. Leute hatten keinen Bock drauf, weil das Festival ohne Bands hatte. Wie JBO wurden angefragt und so. Und Akuma 6, die ich jetzt nicht kenne. Also, das finde ich auch bescheuert. Wer könnte da damit rechnen? Weißt du? Ja, Das ist wie wenn doch. du irgendwie eine Selbsthilfegruppe hast für Spinnenphobiker und sagst zum Jubiläum, wir gehen einfach mal ins Terrarium, so einfach gucken uns ein paar Spinnen an. Da kommt keiner, liebe Leute. So geschehen. Sie haben es jetzt zurückgenommen und gesagt, okay Leute, wir haben es verstanden, ihr wollt Wir keine schmeißen die Bands, wieder raus. rausgeschmissen und jetzt geht's wieder mitten im normalen Programm weiter. Ist das nicht witzig? Aber ist ein Festival ohne Bands nicht einfach ein Campingplatz? Nee, nicht ganz. Also warst du mal auf einem großen Festival oder auf einem so Highfield Klar. oder Partisan? Und es ist doch schon ein eigenes Universum dort, weißt Ja. du? Überall wird hingepinkelt, du siehst überall Penisse, du siehst überall nackte Brüste, alle sind besoffen, feiern, sind offen, teilen sich ihr Bier und so weiter, werden auch sexuell belästigt. Das ist halt so. Gehört einfach dazu zum Spaß. Ist so, ne? Und das ist eben etwas, was irgendwie, also abgesehen von den ganzen schlechten Sachen, die ich gerade gesagt habe, aber es kann cool sein, dieses Gefühl zu haben von, ich treffe Gleichgesinnte, saufen, Party machen, irgendwie. Schmutzige Duschen, also schmutzige Klos besuchen und so duschen, so Gemeinschaftsduschen zu gehen. Das kann schon irgendwie was mit dir machen. Also manche Leute gehen ja auch eher Festivals wegen dieses Gefühls und nicht wegen der Musik. Ja, aber was ist denn der Unterschied, dass man sagt, quasi, wenn du hierher kommst, ist die Prämisse schon, dass hier alles nur besoffene Bekloppte sind, quasi, was du auf dem Campingplatz nicht Ja, hast, aber oder? halt günstiger, weil, also im Vergleich zu Festivals ist es günstiger, weil du halt keine Bands engagieren musst. Das heißt, Logisch. du hast halt nur diesen Zeltplatz, hast das Gefühl und baust es genauso auf, nur die Menschen brauchen keine, nicht auf Timetables zu gucken. Wann spielt denn jetzt Freiwild? Wann spielt denn Rammstein und so? Muss ich jetzt entscheiden, wo du hingehen willst? Musst du nicht machen, du kannst chillen, kannst ausschlafen und hast die geile Zeit dort. Das kann ich mir auch spannend vorstellen, wäre nichts für mich, weil für mich ist Zelten auf Festival eher ein Kraus. Ich bin wegen der Bands dort, aber ich kenne Leute, die einfach nur dieses Gefühl geil finden von irgendwie. Schmutzig sein, nicht duschen gehen und so und nackig sein. Na gut,
Bevor wir zum Ende kommen, weil wir sind langsam durch, noch eine Sache, die Karacho Kater mir geschickt hat. In Zürich ist das Skelett eines Tyrannosaurus Rex für umgerechnet 5 Millionen Euro versteigert worden. Es besteht aus den Knochen von 3 Exemplaren, die zwischen 2008 und 2013 in den USA entdeckt wurden. Rund 50% der Knochen sind Originalmaterial. Über den Käufer ist nichts bekannt. Oder Käuferin. Der Handel ist umstritten, weil man fürchtet, dass der Wissenschaft durch Privatverkäufe Objekte von unschätzbarem Wert verloren gehen. Das hast du schön frei gesprochen gerade. Danke. Ja, also ich fände es schon auch cool, wenn ich hier so ein T-Rex-Skelett in meiner Wohnung stehen hätte. Das wäre geil. Es war riesengroß dann, aber würde ich mir auch zulegen. Ja, schon nice. Ja, wie finden wir das? Wie findet das Investmentbanker Edward Alberts? Ja, tipptopp, oder? Ist das Greedflation? Ja, keine Ahnung. Es ist halt so ein Ding. Das ist irgendwie so ein Prinzipding. Weißt du, du könntest ja einfach ein Imitat davon hinstellen und es wäre eigentlich das Gleiche. Natürlich. Aber es muss natürlich ein Originalskelett sein. Ja, doch, es ist was anderes. Also, wenn ich in Museen gehe und sehe dann irgendwie, dieses ein Replikat oder so, oder eine Nacht. Ja, aber das ist so. Ja ein Museum. Ich meine, wenn du das für dich zu Hause haben willst, dann reicht doch ein Replikat, oder? Nee. Findest du? Nee, ich muss sagen, ich finde es geiler, wenn ich wüsste, das Ding ist mal gelaufen. Das ist mal auf der Welt gewandelt. Das naja, ist schon was. Das ist ja aus 3 verschiedenen. Also das ist hier so ein Symbiont, so eine Mutation, die da zusammengepfercht sind. Ja gut. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Wenn das von einem wäre, wäre es natürlich irgendwie geiler. Also es ist natürlich geiler, aber ist es denn wirklich nötig, dass du das, weißt du, ich habe jetzt hier irgendwie, was waren es, 5 Millionen über. Davon hole ich mir jetzt mal ein Originalskelett, weil ich brauche das unbedingt. Wenn ich das Geld hätte und auch die große Wohnung, würde ich es mir auch holen. Na gut, ich wollte es nur mal erwähnen. Ich habe noch ganz kurz einen Moment, ein Zeichen dafür, wie dumm eigentlich das Internet nicht ist, zeigen. Und zwar, es gab doch noch eine große News, die wir gar nicht behandelt haben, dass in, ich glaube, was, Duisburg oder so, in einem Fitnessclub gab es dann einen kleinen Amoklauf. Da hat ein Mann irgendwie... Mit Hanteln geworfen? Nee, nicht ganz. Leute abgestochen. Und wohl auch irgendwie gezielt jemanden, hat aber verschieden angegriffen. Und es war auch jetzt kein deutschstämmiger, so, wo auch natürlich dann wieder große Diskussion war auf Facebook und sonstigen sozialen Medien, aber eine halbe Stunde vorher war wohl auch der Komiker Faisal Kavusi dort und da haben dann viele kommentiert, ach so ein Zufall, dass der da rechtzeitig rausgekommen ist, da muss es Absprachen gegeben haben zwischen den Ausländern. Aha. Wo ich mir denke, Alter, ich finde auch bei jedem Scheiß irgendwie eine Verschwörung eine ganz große. Naja. Und das war jetzt diese Woche? Ja, es war letzte oder vorletzte Woche. Das ist ja langsam sind das amerikanische Verhältnisse hier mit diesen Amokläufen. Das ist ja der Wahnsinn. Ist so. Da können wir eine neue Rubrik machen. Der Amoklauf der Woche. Ist so. Amoklauf. Was ich glaube, es war Duisburg vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Oder wenn du Fitnessclub eingibst, kommst du vielleicht öfter besser drauf. Mehrere Schwerverletzte bei Attacke in Fitness. Täter flüchtig, immer noch oder was? Immer noch flüchtig. Es gibt da schon Fotos von dem, von der Überwachungskamera. Aber man weiß es noch nicht. Ich finde, das kann niemals Amoklauf der Woche werden. Weißt du, wenn man sich als Amokläufer am Ende nicht hinrichtet, dann bist du einfach nichts in meinen Augen. Das ist eher ehrenlos. Feige Sau einfach nur. Ehrenlos. Was soll denn die Scheiße? Ja. Also, der hat wahrscheinlich dann gedacht, oh Scheiße, jetzt mit dem Messer mich erdolchen. Das tut mehr weh, als wenn ich jetzt eine Waffe hätte, also eine Pistole. Hat ja auch keinen getötet, ne? Es war ja auch, eher schwer Verletzte, was schlimm genug ist, aber ja. Hat wohl deswegen keinen Sinn gesehen, sich selbst umzubringen. Ganz schwach, nee. Also das zeichne ich hier nicht als Amoklauf der Woche aus. Müssen wir ja auch nicht. Was geben wir denn der Woche, Robin? Ja, da ich das jetzt erfahren habe, muss ich eine Zahl höher gehen. Ja. Aber nur eine, weil der Typ sich ja, der ist auf der Flucht. Peinlich. Aber sonst nicht so viel. Nee, nicht so richtig, ne? Vielleicht eine 4 oder so? Ich war sogar bei 3 gerade. Ja. Was ist denn passiert? Nichts. Nee, es waren eher so witzige Kleinigkeiten, ne? Starship und so ist ja also auch irgendwie ein Fail eher gewesen. Ja, das sind, ja, Knut, das sind kleine Sachen. Lass auf 3 gehen, ja, 3. Das ist gerade echt so ein furchtbares Sommerloch, ne? So ein Frühlingsloch. Aber das Gute ist ja, je schlechter unsere Bewertung ist, desto besser ist es für die Menschheit. Das stimmt. So können wir es ja auch mal sehen, liebe Leute. So. Unsere Playlist, lieber Robin. Wir nähern uns quasi Schulnoten an. Wenn wir eine 1 vergeben, war die Woche theoretisch
Weißt du? Sehr, sehr war's gut. War schön, war gut für die Leute. Ja, wobei ja auch eine 10 sein kann, wenn irgendwie Angela Merkel auf mit Boden scheißt, ja. Nee, wenn Angela Merkel den Krieg in der Ukraine beendet. Oder OnlyFans aufmacht. Wäre es auch eine 10, aber es wäre eine gute Nachricht, ne? Also es gibt aktuell gibt's 3-4 Szenarien für eine 10. Dritter Weltkrieg, Angela Merkel OnlyFans, da wird es dann schon langsam dünner. Oder Angela Merkel rettet die Welt. Ja. Playlist, lieber Robin, ich hab schon einen Song. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Kollegin von mir Zeit verbracht, da haben Musik gehört. Und wenn eine Bluetooth-Box im Raum ist und man sich fragt, wir machen jetzt Musik, bin ich immer zweigeteilt. Ich sage auf der einen Seite, ich würde gerne meine Musik zeigen und so und spielen, aber es gibt Leute, wie meine Kollegin, da weiß ich, die hat einen geilen Musikgeschmack, ich werde auf jeden Fall was mitnehmen. Und ich habe einen Song entdeckt, der heißt Ruined Heart von Big Austria. Und, warte, wie geht's weiter? Ist ein langer Name. Big Austria und Rosas Epektos. Mhm. Und der Song ist so gut, den müsst ihr euch einfach anhören. Ruined Heart, Bing Austria, kommt in die Playlist, brennt aus Untermusik, geiler Song, sehr sympathisch, wird noch mehr von denen hören. Es kam aus Herbert Grönemeyer Album raus, ist auch ziemlich cool, ist ehrlich gesagt. Auch deine Empfehlung, Angstfrei, der Song ist echt gut. Herbert Grönemeyer, ich komm zum Strand. Der kann's noch, der ist gut. Ich sitz auf dem Klo und hab Verstopfung. Er klingt so, aber ist halt eine Nische, ne? Und es muss einem gefallen. Der soll mal in seine Nische sich wieder zurückpressen und dann nicht mehr rauskommen. Egal, deine Geschichte hat mich inspiriert. Ich habe ein ähnliches Setting gehabt mit einem geilen Typen, mit dem ich heute noch schreibe, in Japan, wo ich vor 10 Jahren war. Und zwar habe ich ihm über eine Box deutsche Musik nahegelegt und unter anderem das Lied Trotzdem von Farin Urlaub hat ihm sehr zugesagt. Ja. Das ist aber eher musikalisch geil. Ich finde es vom Gesang und Text her nicht so spannend. Scheißegal. Ja. Ist ein Banger in meiner Wahrnehmung. Tut mir leid, das kommt da jetzt rein. Und das war nämlich sehr schön. Da saßen wir in Shinjuku auf der Brücke über den Bahnschienen, über dem großen Hauptbahnhof da. Und da habe ich eben die ganze geile Mucke von meinem MP3-Player auf seine, der war da mit seiner Band, weißt du, und die hatten so einen Lautsprecher. Mhm. Und da habe ich meine Mucke an seinen Lautsprecher rangemacht und da war er sehr begeistert von. Mit Recht, total mit Recht. Weil trotzdem gibt es eine witzige Live-Aufnahme von ihm und das war wohl auch ein Werbespot für sein Live-Album. Und es war die falsche Wahl, er hat diesen Song so verkackt, gesanglich. Das war echt keine gute Werbung, aber ich fand es irgendwie auch wieder ironisch, dass er gerade den schwächsten Live-Song quasi nimmt, um das zu bewerben. Und auch noch ein Fun-Fact, Die Weite übers Lügen heißt das Album. Es gibt keinen Song auf dem Album, der so heißt, obwohl es einen Song gab, der so hieß, Die Weite übers Lügen. Aber die Band hat gesagt, die mögen den Song nicht, deswegen hat er ihn nicht veröffentlicht. Kleiner Farin Urlaub, Nerd. Da war er nicht Diktator genug. Nee, da haben wir den Bogen gespannt. Ich packe jetzt hier nochmal meinen Wehrpass aus und riech mal dran und erfreue mich. Und dann würde ich sagen, ihr wascht euch jetzt. Ich höre nämlich Musik im Hintergrund. Wascht euch. Und es war mir ein Vergnügen. Mir ja. Auch. Guck mal, hier ist noch ein Führerschein. Von Führer selber? Ja. Tschüss. Tschüss.